Denn da lag nämlich ein Schlüssel, den man auch leicht übersehen kann. Ha! Ihr wurdet geraped, ihr Bitches. Ha! Bitches! So. Wir haben den Schlüssel für die Nottreppe und den Schlüssel für den Hof. Die Nottreppe ist das hier unten rechts. Und da wir schon mal hier sind, würde ich fast mal vorschlagen, gehen wir da wieder hin, beziehungsweise versuchen mal hinzugehen. Da ich, soweit ich weiß, hier ansonsten nichts aufsammeln kann. Oh oh. Einer hat vergessen, Licht auszumachen. Ich würde mal fast vermuten, ich war's. Fuck! Lauf! Nein! Sehr gut. Ha! Ihr Arschgesichter. Butterfly, Butterfly. James ist wieder in der Hut. Sehr gut. Oh Mann, ich sollte mir diese hässlichen Reime abgewöhnen. Bloß, dass ich mich freue, dass ich jetzt wieder im Spiel drin bin. Weil vorhin, ich war so verplant. Ich müsste jetzt irgendwo Dosen rumliegen, meine ich. Ich war so verplant, dass ich keine Ahnung mehr hatte, was wo überhaupt ist. Deswegen habe ich mich verlaufen. Da habe ich mich mal ganz kurz gesammelt. Mal überlegt und jetzt ist mir wieder eingefallen. Und jetzt ergibt wieder alles einen Sinn. Und ich... Warum laufen wir hin? Wir brauchen Saftdosen, wenn ich sie finde. Wo auch immer ich sie hingelegt hatte. Ich meine, ich habe die hier irgendwo versteckt. Erstmal durchschnaufen. So, wo können die gewesen sein? Nottreppe. Auf jeden Fall entweder 105, 106 oder 107. Hier am Gangende. Ja! Saft in Dosen! Ja, es geht wieder hoch. Lauf, James! James, James, Sunderland, James, James, Sunderland. Denn diese Türen sind meistens abgeschlossen. Das werden sie alle sein. Bam! Die Wand. James, größter Feind. Bam, badam, bam. Komme ich hier durch die zweite Gangtür durch? Also quasi hier. Wo ich gerade voll gegengelaufen bin? Nein. Heißt, wir müssen uns anders wie einen Weg schlagen. Ich weiß ganz genau, wo ich die Saftdosen reinwerfen muss. Komme ich hier eigentlich? Ne, hier komme ich nicht durchs Treppenhaus runter. Fuck, ich muss da oben lang. Crap! Aber meine Augen müssen nicht mal wieder so langsam an diese Dunkelheit gewöhnen. Oh, oh. James! Ach ne, es ist ja allgemein so scheiß dunkel. Ich werde jetzt angekotzt. Ja! Wow, wow, rechts, links! Kombination. Hier müsste auch noch einer im Gang sein, meine ich, ne? Komm schon. Das war's? Oh mein Gott. Nice. Ich bin der James. Der James ist auf Wanderung. Ich bin der James James. Und ich knall gegen Wände. Wer mir Feedback lieben will, der Feedback. Ich freue mich über alles. Das nur so nebenbei. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Dumm, die dumm, die dumm. Dumm, 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 dumm. So. Sehr, sehr gut.
Jesus Christ. Christ. Ich speichere mal wieder. Das lief nämlich alles super bisher. Ich muss sagen, ich bin echt überrascht. Nachdem ich... Wieso kann ich nicht speichern? Oh, ich dachte schon. Oh, der sieht ja wirklich gar nichts ohne Licht. Je nachdem ich jetzt mal eine halbe Stunde mich gechillt habe, wirklich nochmal alles... Ich habe mir das Let's Play nochmal durchgeguckt, die ersten drei Parts. Nochmal ganz gechillt in Ruhe hingesetzt, mich beruhigt. Und nochmal rational 5 Minuten gesucht, hab's direkt gefunden. Jetzt bin ich wieder dran. Jesus Christ, na endlich. So, wir gehen jetzt Dosen werfen. Ja, ihr habt richtig gehört, wir gehen Dosen werfen. Ich darf ganz kurz sagen, dieses Geräusch gefällt mir nicht, denn ich weiß nicht, was uns jetzt erwartet. Oh Gott! Hör mit der Musik auf! Ich bin schon nervös genug! Ihr Arschgesichter! Fickt euch einfach! Lauf, James! Lauf! Und links! Und einmal rechts! Und hier einmal rein! Wow! 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 Lauf! Thank God! So, wenn ich es jetzt hinkriege... Denn die orangen Dosen gehören hier hin. So, wir gehen jetzt mal gucken, was wir hier fabriziert haben. So. Ein wenig nervös, aber es läuft ganz gut. Du. Denn wir gehen jetzt runter. Und schauen an, was wir gerade durch die Gegend geworfen haben. Denn wir sind LL Cool James. Wir werfen gerne mal was durch die Gegend. Denn wir dann Parkour. Ich muss aufhören mit Akzenten. Ich nerv meine Viewer damit noch. Ich denke mal hier. Macht logistisch auch einen kleinen Sinn. Ein Buch. Und eine Münze. Ich habe eine Münze, alter Mann. Die können wir gebrauchen. Was ist das? Ah, so ein Klatschmagazin. Selbstmord. Boah, mit dem Löffel, echt crank. Über Walter Sullivan habe ich mich leider nicht informiert oder beziehungsweise nachgedacht. Werde ich vielleicht noch anhängen irgendwann mal. So. Wir haben Münze 1. Das ist gut, denn wir gehen wieder rein. Münze 1, Gesicht zu einem Menschen. Ah, ja, ich erinnere mich an das Rätsel wieder. So, Treppenschlüssel, Schlüssel zum Hof, Schlüssel zur Tür, die vom Flur der Westtreppe auf den Hof führt. Jo, dann machen wir das doch, würde ich sagen. Denn ich weiß nicht ganz, ich meine, oben war nichts mehr, oder? Doch, da war auf jeden Fall noch was, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall müssen wir jetzt geradeaus, schätze ich mal. Würde Sinn machen. Denn dafür haben wir den Hofschlüssel. So, willkommen im Poolbereich von Silent Hill mit Monstern. Oder der Pool.
Da die Area jetzt ziemlich weit ist, habe ich eigentlich relativ wenig Bammel, dass irgendwas passieren könnte. Aber hier komme ich trotzdem nicht rein. Und wie mir dieser Nebel auf die Nüsse geht. Oh, da drin ist es. Ja, rotz wen anders an, du Scheißvieh. Ich habe so die dumpfe Vermutung. Oh fuck! Oh shit, oh shit. Ja, kotzt ruhig noch ein bisschen. Kommt her. Ich muss auf diesem scheiß Kinderwagen hin. Ja, fuck, ich muss zum Kinderwagen hin. Oh, komm schon, James. Bitte komm diese Leiter hoch. Fuck, lauf. Das lief ein wenig suboptimal. Aber wer hat denn gesagt, dass ich gut bin? Und raus hier. So, was haben wir gerade aufgesammelt? Da habe ich nämlich gerade keinen Nerv nachzugucken. Die Schlangenmünze. Sehr gut. Ja. Das ist eine zweite Tür, ne? Gucken wir uns mal den Poolbereich an. Jawohl. Wir gehen jetzt nämlich hier auf Entdeckungsreise. Im 100er Trakt. Oh Gott, ich will so sterben. Oh man. So, was habe ich jetzt ganz kurz im Inventarcheck? Ich habe die beiden. Ich bin auf leicht rot. Oh mein Gott. Was glaubt ihr, welchen Scheiß hier überleben, ey? Oh man, ich will jetzt nicht weiter. Ach, naja. So, ich würde jetzt ganz gerne mal einen Blick auf die Karte werfen. Grenzen wir das Ganze mal ein bisschen ein, gehen nach unten erst. Shit, oh shit! Ein, zwei! Stark. Sehr gut. So. Wen oder was finden wir hier? Ich weiß, wen wir hier finden. Herzlich willkommen. Und ich darf jetzt wieder ganz kurz die Schnauze halten. Ihr freut euch.